Also ich stehe hier mit Poli-Cosplay. Sie cosplayt heute was aus World of Warcraft. Was cosplayst du denn genau? Ein Blutelf-Priester, Priesterin. Und spielst du den Charakter auch? Kein Priester, aber ich spiele auch WoW. Aber ich spiele eher ein Zwerg, Krieger. Und warum hast du dich dann dafür entschieden? Weil ein Zwergkrieger blöd aussieht, dachte ich. Also sieht nicht blöd aus, aber es hätte jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so zu mir gepasst. Deshalb dachte ich, ich wollte lieber ein bisschen versuchen, hübsch auszusehen. Okay, ich glaube, das will jeder Cosplayer. Zu deinen Flügeln, man sieht sie hoffentlich so ganz gut. Sie sind riesengroß. Sie sind auch wunderschön geworden. War das das Schwerste am Cosplay, die Flügel zu machen? Oder wie schwer sind die Dinger überhaupt? Also die sind aus Trittschalldämmung, die sind ganz leicht, nur mit Kreppband zusammengeklebt auf eine leichte Stange. Und das Schwierigste für mich am Cosplay ist immer Nähen. Also der Rest ist alles, sagen immer die Leute, ist viel Arbeit. Es ist auch Arbeit, stimmt schon. Aber am schwierigsten ist immer für mich das Nähen, weil es einfach frustrierend ist, wenn man was näht und es passt dann nicht oder es geht auseinander. Nähen ist immer das Schlimmste. Okay, ich glaube, das ist bei jedem verschieden. Ich nähe auch nicht gerne, so viel dazu. Wie lange cosplayst du denn mittlerweile schon? Ist das eins deiner ersten Cosplays oder machst du das schon länger? Also jetzt mittlerweile ein Jahr. Auf der RPC letztes Jahr hatte ich mein erstes Kostüm an. Und ja, ich habe jetzt schon so 4, 5 Cosplays ungefähr gemacht. Und sind es nur Gaming-Cosplays oder cosplayst du auch aus Animes? Bist du auch Anime-Fan? Also ich gucke gern Animes, aber so dieses klassische Manga-Anime-Girl, das ist nicht so mein Ding. Da bin ich lieber mit einer fetten Rüstung und ja, das finde ich einfach cooler und da bin ich auch mehr so auf Games aus. Also auf jeden Fall steht dir die Rüstung unglaublich gut. Auch das mit dem Warbler hast du echt gut gemacht. Hast du schon viel mit Warbler gearbeitet oder hast du da noch Schwierigkeiten? Also ich habe eigentlich von Anfang an direkt alles mit Warbler gemacht. Also ich habe vor, wo ich angefangen habe, habe ich so Hartplastik versucht, irgendwie eine günstige Alternative zu Warbler zu finden. Aber wenn man richtig diese Rüstung machen will, kommt man um Warbler eigentlich schlecht drum rum. Klar gibt es da Alternativen, aber das Einfachste ist einfach wirklich Warbler nehmen. Was auch richtig cool ist, ist dein Buch. Und zwar hast du da nämlich dein ganzes Zeug drin und musst so keine Tasche mit dir rumschleppen. Und hast du ein paar Dinge, die wirklich wichtig auf einer Con sind, die jeder dabei haben sollte und die überlebenswichtig sind? Handy ist eigentlich generell überlebenswichtig, glaube ich, für alle. Ein bisschen Geld ist hier drin. Moment, wir können mal gucken. Autoschlüssel. Ein paar Visitenkarten. Ja, Visitenkarten sollte man dabei haben, habe ich aber nicht. Deshalb habe ich immer, ich hatte mal einen Stift und so dabei, damit ich wenigstens meinen Namen auf ein Kaugummipapier schreiben kann, wenn die Leute es wissen wollen. Aber habe ich jetzt natürlich auch nicht dabei. Also es ist gut, wenn man was hat, wo man Sachen reinstopfen kann und ein bisschen Schminke. Und ganz wichtig ist auch ein Schraubenzieher, damit man seine Flügel auch später abkriegt wieder. Also kommt halt drauf an, was man für ein Cosplay hat, ne? Okay, das ist ziemlich cool. Hast du irgendein großes Vorbild in der Cosplay-Szene, wodurch du angefangen hast zu cosplayen? Oder war das so, ich spiele World of Warcraft, ich finde, das sieht geil aus, ich kenne ein paar Leute, die cosplayen, ich mache das jetzt mal. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Cosplay mal so im Fernsehen gesehen habe, dann dachte ich so, oh, ist das uncool. Ehrlich gesagt fand ich es immer richtig uncool. Und dann, wenn man aber so nach Amerika guckt und die Leute da sieht, dann... Ja, jetzt kommt der Hate. Ich finde Jessica Negri ganz toll, ich gestehe. Und ich finde sie auch toll. Also es gibt Leute, die finden sie nicht toll, ich finde sie auch toll. Sie macht tolle Kostüme. Ja, finde ich auch. Und man muss auch erstmal die Ideen haben mit sowas dann auch. Ich meine, verdient da Geld mit. Besser kann man es doch nicht haben, oder? Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.